Lieber Herr Kyrowilach, liebe Kolleginnen und Kollegen im IKGS, ich glaube, was das Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im südöstlichen Europa betrifft, darf ich mich als Zeitzeuge bezeichnen. Jedenfalls erinnere ich mich noch sehr gut daran, wie im Jahr 2000 von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien eine neue Konzeption für die Förderung nach dem Paragraphen 96 BVFG verabschiedet wurde, in deren Folge ja dann das IKGS im Jahr 2001 als wissenschaftliche Forschungseinrichtung neu gegründet wurde. Und das IKGS hat die daraus sich ergebende Chance auch sehr gut genutzt, denn folgerichtig wurde es 2004 als ein Institut an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München etabliert. Ja, ich verfolge die Arbeitsergebnisse des IKGS schon seit vielen Jahren und kann über den Output dieses Instituts einfach nur staunen. Mit einer Vielfalt von Aktivitäten gelingt es Ihnen, ganz unterschiedliche Gruppen zu erreichen. Sie sind, wie schon gesagt, in der universitären Lehre aktiv, sprechen Studierende an und setzen sich dadurch für den wissenschaftlichen Nachwuchs ein. Ihre wissenschaftliche Schriftenreihe wendet sich vor allem an Vertreterinnen und Vertreter der Geschichts- und Kultur- und Literaturwissenschaft und an die ganze internationale Scientific Community. Und natürlich ihre Spiegelungen nicht zu vergessen. Die darin veröffentlichten Beiträge reichen über Kulturgeschichte und Geschichte, Literaturwissenschaft bis zur Edition von Gedichten und schriftstellerischen Texten. Ja, mit ihrer zielgerichteten und passgenauen Öffentlichkeitsarbeit, den Lesungen, Buchvorstellungen, Kolloquien und Vorträgen erreichen sie unterschiedliche Gruppen individuell und gezielt und dabei, so scheint es mir, vergessen sie wirklich niemanden. Die Aussiedler und die Spätaussiedler, Vertriebenen und Flüchtlinge, Zeitzeugen und allgemein Geschichts- und Kulturinteressierte werden von ihnen angesprochen. Die Vielfalt der Formate, die Sie bespielen, ist wirklich erstaunlich. Und es ist schon für Sie vielleicht schon beinahe selbstverständlich, dass Sie auch die immer wichtigeren neuen Online-Kommunikationen beherrschen und die Möglichkeiten der Digital Humanities sehr effektiv nutzen. Ich finde das wirklich alles sehr beeindruckend, denn die eigentliche Thematik des IKGS, die deutsch-südosteuropäische Geschichte und Kultur, ist ja schon für sich allein genommen ungewöhnlich anspruchsvoll und komplex, denn sie betrifft einen multiethnisch vielsprachigen und zugleich multikonfessionellen Raum, der vielfach nationalen und politischen Einflussnahmen ausgesetzt war und auch bis heute ausgesetzt ist. In diesem anspruchsvollen Feld arbeitet das IKGS nicht nur auf dem Stand der Wissenschaft, sondern beschreitet neue und innovative Wege und stellt dabei eindrucksvoll unter Beweis, dass auch ein kleines, personell wirklich nicht üppig ausgestattetes Institut Großes leisten kann. Die Basis hierfür ist das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine hochkompetente Leitung. Beides zusammen machen das IKGS selbst zu einer Erfolgsgeschichte. Zu Ihrem 20. Geburtstag gratuliere ich Ihnen, Herr Kyrowilach, und allen Ihren Kolleginnen und Kollegen im IKGS, die hier in Wissenschaft, Bibliothek und Verwaltung tätig sind, ganz, ganz herzlich. Ich danke Ihnen für die freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem BKGE und überbringe Ihnen auch die Glückwünsche meiner Kolleginnen und Kollegen in Oldenburg. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Ihnen auch künftig die Ideen nicht ausgehen werden. Wir werden gerne weiter mit Ihnen zusammenarbeiten und wünschen dem IKGS alles erdenklich Gute. Vielen Dank.